Die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl gilt bisher als das größte Atomunglück in der Geschichte der Menschheit. In der Nacht vom 25. zum 26. April 1986 führten die Mitarbeiter des Kernkraftwerkes einen Test durch. Sie überprüften, ob bei einem Stromausfall noch ausreichend Energie für die Kühlpumpen entsteht. Dafür wurden die Sicherungssysteme außer Kraft gesetzt. Beim Herunterfahren des Reaktors gab es plötzlich einen Fehler. Die Leistung sank auf 1%, deswegen musste er wieder hochgefahren werden. Doch dabei sprang das Energielevel schlagartig nach oben. Die Mitarbeiter leiteten den Abbruch der Kettenreaktion ein, aber das ging schief. Leistung und Temperatur stiegen so stark an, dass der Reaktor nicht mehr zu beherrschen war. Eine gewaltige Explosion war die Folge. Die 1000 Tonnen schwere Abdeckplatte des Reaktors wurde weggesprengt. In den kommenden Minuten schmolzen die Brennstäbe und der Mantel fing Feuer. Dadurch entlud der Reaktor radioaktive Spaltprodukte, die durch die Kernschmelze entstanden, in die Atmosphäre. Als Ursache dieser Katastrophe gilt heute eine Mischung aus menschlichem Versagen und unvollkommener Technik. Radioaktive Stoffe verteilten sich innerhalb der nächsten Wochen über die gesamte nördliche Halbkugel. Vor allem der Südosten Bayerns war stark betroffen. Bis heute gelten im Süden Deutschlands Pilze, Waldbären und Wildtiere als stark belastet. Um das Kraftwerk gilt eine Bannzone von 30 Kilometern. Die 50.000 Bewohner der Stadt Pripyat wurden evakuiert und durften bis heute nicht zurückkehren. Weltweit sind aufgrund der Atomkatastrophe bisher 8.000 Todesopfer zu verzeichnen. Experten schätzen, dass bis 2065 etwa 16.000 Fälle von Schilddrüsenkrebs und 25.000 Fälle von sonstigen Krebserkrankungen zusätzlich auftauchen.